Mexiko ist im Süden des Landes mit einer neuen sogenannten Migrantenkarawane konfrontiert. Bis hierhin und nicht weiter, das machten die mexikanischen Sicherheitskräfte mit ihrem Vorgehen gegen die überwiegend aus Mittelamerika stammenden Menschen deutlich. Aus Guatemala kommend hatten rund 1000 von ihnen die nahe Grenze über einen Fluss passiert. Wenig später wurden sie gestoppt und aufgefordert, in bereitstehende Busse der Nationalgarde zu steigen, um nach Guatemala zurückgebracht zu werden. Viele weigerten sich und leisteten Widerstand. Ein Familienvater aus Honduras sagte: Ehrlich gesagt wollen wir eine bessere Zukunft für unsere Kinder. Deshalb bringen wir dieses Opfer. Für uns Erwachsene wird sich wohl nichts mehr ändern. Aber die Kinder sollen es einmal besser haben als wir. Insgesamt rund 3.500 Menschen, darunter viele Familien mit Kindern, hatten sich in Honduras der sogenannten Karawane 2020 angeschlossen, um Armut und Bandengewalt in ihren Heimatländern zu entkommen.